Mit einer Sonde auf einem Kometen landen und dort Experimente durchführen. Für Astronomen ist das ein ehrgeiziges Ziel. Stefan Ulametz ist einer der Projektleiter der Rosetta-Mission. Er war von Anfang an dabei und ist überzeugt, dass sich der Weg lohnt. Kometen setzt man tatsächlich in Verbindung mit der Entstehung des Lebens auf der Erde. Nicht, dass sie wirklich Leben auf die Erde gebracht hätten, aber die Moleküle, die später zur Entstehung des Lebens geführt haben, wie zum Beispiel Aminosäuren, könnten durchaus von diesen Körpern auf die frühe Erde und konsequenterweise im Übrigen auch auf die anderen Planeten wie Mars gebracht worden sein. Um das zu klären, haben europäische Weltraumforscher in 8 Jahren eine beeindruckende Sonde gebaut. Ein Teil von ihr soll beim Anflug auf den Kometen abkoppeln und dort landen. Schon 2002 war die Sonde bereit für den Start. Doch dann musste die Trägerrakete wieder zurück in den Hangar, denn eine Rakete des gleichen Typs explodierte kurz nach dem Start. Die Europäische Weltraumagentur sagte daraufhin alle weiteren Starts ab. Kometen, die haben ein Problem, die warten nicht auf uns Wissenschaftler. Also wir mussten in relativ großer Eile einen neuen Zielkometen finden. Es gibt zwar sehr, sehr viele Kometen, aber doch relativ wenige, die man mit so einer Mission in einer verhältnismäßig kurzen Zeit erreichen kann. Und dann gibt es nicht mehr so viele Kometen. Die Forscher hatten Glück und fanden mit Churyumov-Gerasimenko einen passenden Ersatz. Mit einem Jahr Verzögerung startete die Mission schließlich am 2. März 2004. Der Start glückte. Und seither ist Rosetta auf ihrer 10-jährigen Reise zum Kometen. Es ist daher im ersten Moment überraschend, wenn man die Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt immer noch im Labor trifft. Sie arbeiten an einem Nachbau der Landeeinheit namens Philae. Obwohl sie an der Hardware nichts mehr ändern können, testen sie, wie die Technik auf verschiedene Situationen reagiert. Ob zum Beispiel die Software mit elektrischen Kurzschlüssen umgehen kann. Denn wie es auf Churyumov-Gerasimenko aussieht, wissen sie nicht. Eine der großen Herausforderungen bei der Mission ist in der Tat, dass wir keine Ahnung haben im Moment, wie die Kometenoberfläche aussieht. Es gibt also Bilder von anderen Kometen mit niedrigerer Auflösung, wo man erkennen kann, dass es da natürlich Staub und Eis im Prinzip gibt. Aber wie hart oder weich die Oberfläche ist, so hart wie Eis mit Staub oder so weich wie ganz sanfter Neuschnee oder Regolith unter niedrigen Gravitationsbedingungen, ob es dort Eiszapfen gibt, die nach oben wachsen, Gletscherspalten oder relativ flaches Terrain, all das wissen wir nicht. Mit einem Kran testen die Forscher auch mehrere Landesituationen und verschiedene Untergründe. Dazu kommt, dass wir eine ganz niedrige Gravitation haben. Der Lander hat 100 Kilogramm Masse, aber eben nur ungefähr 1 Gramm Gewicht an der Oberfläche. Das heißt, Abprallen ist zum einen eine Gefahr und Einsinken bei sehr weichem Material könnte eine andere Gefahr sein. Wir haben dann zusätzlich diese Schraubenmechanismen in den Füßen, wo sich diese Schrauben in den Boden hineindrehen, wenn der Anpressdruck auf die Füße kommt. Das bietet dann eine zusätzliche Verankerung. Wenn alles gut geht, landet Philae im November 2014 auf dem Kometen. Dann beginnen die Minilabore an Bord ihre Arbeit. Einige der Experimente haben die Forscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung entwickelt. Sie wollen die Größe und Geschwindigkeit der Staubteilchen messen, die von dem Kometen wegfliegen. Dazu erzeugen sie ihre Staubteilchen selbst. Die bestehen, wie die Originale, hauptsächlich aus gefrorenem, schmutzigem Wasser. Diese lassen sie aus einem genau definierten Abstand auf eine Sensorplatte fallen. Der Ausschlag gibt Auskunft über die Größe und Geschwindigkeit der Staubteilchen. Bei einem weiteren Experiment sollen Bodenproben des Kometen analysiert werden. Im Labor kommen die Proben aus einem Glas. Später, auf dem Kometen, nimmt sie ein Bohrer.
Die Kometenstücke kommen dann in winzige Öfen. Darin werden sie so lange erhitzt, bis sie verdampfen. Das frei werdende Gas wird dann in einem Chromatographen analysiert. Zum Beispiel auf Bausteine des Lebens, Aminosäuren. Dabei gibt es einen sehr direkten Bezug vielleicht zum Leben auf der Erde in Form der Aminosäuren. Die Aminosäuren sind ein wesentlicher Bestandteil des irdischen Lebens und interessanterweise kommen sie nur in einer bestimmten Version vor, nämlich der sogenannten linksdrehenden, als linksdrehende Aminosäuren. Und wir interessieren uns dafür, gibt es genau diese Aminosäurenformen auch auf dem Kometen, denn das wäre ein Hinweis darauf, dass also Kometen für die Entstehung des Lebens auf der Erde eine durchaus bedeutende Rolle gespielt haben können. Ende 2014 wird Rosetta uns auf diese Frage vielleicht eine Antwort geben.